Willkommen, willkommen aus München. Wir sind hier bei Samsung und haben das Galaxy A3 und das A5 in der Hand. Die sind jetzt beide zwar gesichert, aber sie sind vor allem jetzt auch ein bisschen sicherer im Alltag, denn man kann sie mit dem Neon-Flipcover wunderbar mitnehmen und auch sie mal vielleicht außersehen fallen lassen und sie werden hoffentlich nicht gleich kaputt gehen. Wobei es natürlich hier auch ein bisschen um die Attention geht mit den Covern, denn wir haben hier ein wunderschönes orangenes, wie ihr sehen könnt, Design mit dunklen Farben dazu, die jetzt hier in dem Fall so leichtes Grau und dunkles oder helleres Schwarz sind. Da gibt es natürlich noch viel mehr Farben zur Auswahl. Hoffentlich, wo ich jetzt mal das A3 einfach mal auf die Seite lege, denn ich will euch das Ganze mal hier mit dem A5 zeigen, denn wenn wir das aufmachen, dann sehen wir hier erst recht diese flippige Neonfarbe drinnen, die natürlich das Gerät dann hier entsprechend schön aussehen lässt. Wenn man das einfach in der Hand hat, wird man auf jeden Fall ein bisschen Attention kriegen. Wenn man das hier so nach hinten klappt, dann sieht das einfach nur verrückt aus und cool aus. Ansonsten seitlich alles durchsichtig. Hinten habt ihr die Farbe ja schon gesehen, da ist sie dann schön hier aufgedruckt, beziehungsweise unten kommen wir an die Anschlüsse überall wunderbar ran, beziehungsweise an jede Seite an die Anschlüsse wunderbar ran. Und auch wenn das Ganze zugeklappt ist, seht ihr, hier ist natürlich aufgemalt, wo wir die Plus- und Minustaste haben, um die Lautstärke zu regeln. Und ansonsten kann man auch telefonieren, wenn das Cover zu ist, denn wir haben natürlich hier den Lautsprecher offen und das Mikrofon ist ja normal hier unten gleich neben den USB-C-Anschluss auch mit dabei. Ich zeige euch nochmal die dunklere Farbe, die ist natürlich auch spannend für manche von euch, finde ich sogar noch ein bisschen schöner als das helle, weil hier der Kontrast einfach nochmal höher ist. Was mir allerdings nicht gefällt an diesen Covern ist, dass sie zwar einen Magneten eingebaut haben, dass das Display angeht, das seht ihr hier. Das Display geht immer aus, wenn ich zuklappe, dank diesem Magneten hier. Aber der Magnet ist natürlich nicht stark genug, dass er das Ganze wirklich geschlossen hält, wenn es in meinem Rucksack oder so wäre. Und dann, wenn ich mal das Gerät hier aufklappen würde, dann geht das Display an und dann wieder aus. Je nachdem, ob ich es wirklich in meinem Rucksack habe oder in meiner Hosentasche. In meiner Hosentasche passiert sowas nicht, dass es immer auf und zuklappt. Aber in anderen Szenarien würde ich diese Funktion auf jeden Fall ausschalten. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar andere Zubehörlösungen von Samsung für das Galaxy A3 und das A5. Wie zum Beispiel haben wir ein S-View Standing Cover, das ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz demonstriere. Nur so ganz nebenbei, denn das hat hier natürlich noch dieses Fenster mit dabei, was wir schon seit längerem kennen, damit wir auch so noch Fotos machen können. Zum Beispiel vorne natürlich nicht, weil das die Kamera verdeckt, aber mit der hinteren Kamera, denn die ist natürlich komplett offen. Hier auch der Schutz komplett da. Und sobald wir das Ganze aufklappen, gehen wir auch gleich in die App weiter, wo wir auch gerade waren, die man natürlich auch hier vorne ausschalten kann. Das heißt Standing Cover übrigens, weil man könnte das, wenn das jetzt nicht gesichert wäre, das Ganze auch noch so ein bisschen nach vorne klappen und es würde dann auch stehen bleiben auf dem Tisch. Also man könnte das auch als Standfuß benutzen. Das seht ihr hier. Das würde hier bis hier hinweg klappen, die Rückseite. Und dann könnte man das bis hier vorne hinstellen und dann wunderbar einfach hier das Ganze benutzen für mal einen Film oder so anschauen on the go, ohne dass das irgendwie noch einen extra Standfuß hinten benötigen würde. Das war also das Standing Cover auch noch für das A5 hier ganz kurz im ersten Eindruck. Aber bleiben wir bei den Neon-Covern, die es natürlich jetzt auch schon für die A3 und A5 zu kaufen gibt. Schaut die Links unten mal an, wie viel die kosten und welche Farben es gibt. Vielleicht gefällt euch ja eins. Bis dahin, mein Name ist Balazs Gal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir ein Like dann und bis zum nächsten Mal.